Hallo und willkommen zum neuen Video. Heute mache ich ein weiteres biomechanisches Bild. Diesmal mit einem Porträt in der Mitte. Wie immer sind die Farben schwarz und weiß als opak. Die restlichen Farben sind transparente Candies. Und ich starte mit der ersten Grau. Dort male ich mit Weiß und sagen wir 80% Deckkraft. Das ist ein helles Grau wird. Und wie man sehen kann, mache ich jetzt violetten Hintergrund. Das heißt also, jetzt färbe ich alles das, was jetzt weiß-grau ist, in Violett ein. Und zusätzlich nehme ich noch Hellblau dazu. So bekomme ich einen dunkleren Violettton. So, jetzt kommt die zweite Schablone. Auch wieder weiß. Und die Schablonis gibt's echt fantastischer sind, was ich 1500 einzelne Details drin. Wenn es im Hintergrund rumpelt, das ist leider ein Unwetter, was über uns rüberzieht und mein Hund bekämpft den Donner. So, also ich mache jetzt alles in vollem Weiß. Das wird jetzt nachher noch mit Pink Magenta übermalt, also ähnlich wie jetzt bei dem ersten Schritt. Und die Highlights lege ich dann am Ende des Bildes noch mal auf, wenn alles fertig ist. So, alleine schon jetzt in diesem Stadium sind da massig Details drin. Aber es sind erst 3 Minuten vergangen und man hat schon so viel kleine Einzelheiten auf dem Papier. So, jetzt lege ich das Weiß für das Gesicht vor. Man könnte natürlich jetzt hinter die Schablone leichten Sprühkleber machen, damit es nicht so flattert und es kein Underspray gibt. Aber ja, ich finde es jetzt nicht allzu heftig. Also habe ich das für mich einfach nur die Kanten abzudecken. Und jetzt arbeite ich mit Schwarz und Violett die Details des Gesichts aus. Erste Schablone volles Schwarz. Wenn man auf der rechten Seite sieht, habe ich einen Motorradtank gemalt, wo Hautfarbe ist im Gesicht. Da habe ich jetzt nach Beendigung der Details im Gesicht bin ich leicht mit Hellbraun über alles gegangen. Hellbraun ist wie immer bei mir selbst gemischt mit 90% Gelb und 10% Violett. Und dann kommen dann zum Schluss, kommen dann da die Highlights drauf. So, das ist jetzt dunkles Grau.
Und jetzt fange ich auch schon an mit dem Violett. Und die nächsten beiden Schablonen arbeite ich halt leicht mit dem Violett. Es mag zwar immer so aussehen, als wenn kaum Farbe drauf ist, aber da sich ja jeder einzelne Schritt mit dem anderen darunter liegenden addiert, sollte man halt immer ein bisschen leichter arbeiten. Man kann halt die Schablone jederzeit nochmal aufsetzen und nachdunkeln. Also hier sieht es aus, wenn kaum was drauf wäre. Jetzt wechsle ich auf Magenta. Und dann sieht man halt, dass man einen leichten, schönen Übergang gemacht hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Magenta über alles rübergehe, erwischt er ja auch jede von den einzelnen Stufen, kommt ja auch Farbe drauf. So, noch ein paar Details in den Lippen mit Schwarz. Und dann gibt es noch mal eine Schablone, um der gesamten Unterlippe noch mal Farbe zu geben. So, jetzt setze ich einmal Highlights in Weiß. Wie gesagt, wenn man dem Gesicht noch Farbe geben wollte, sollte man das vor dem Step machen. Und nochmal das. Also das war jetzt nur ein leichtes Weiß. Und jetzt kommen die Highlights, die sind direkt in der Abdeckschablone. Das heißt, man orientiert sich an dem ersten Schwarz und kriegt dann eigentlich immer eine perfekte Passform hin. Und da arbeite ich halt mit vollem Weiß. Und ich arbeite auch nochmal die biomechanischen Komponenten, die ins Gesicht reinragen, noch ein bisschen dunkel nach. Ein bisschen Weiß für die Augen. Und dann wechsle ich auf Schwarz, um jetzt im Gesicht noch mal ein bisschen mehr Schatten und Tiefe zu verleihen. Nutze auch wieder die erste weiß-vorderige Schablone, nur diesmal arbeite ich darin mit Schwarz. Und gehe dann an den Rändern und oben leicht rüber. Und so hat das Ganze ein bisschen mehr Tiefe gekriegt. So, als finalen Schritt habe ich jetzt den biomechanischen Hintergrund, den ich auch jetzt vor 2 Tagen bei dem Grünen benutzt habe. Das heißt, ich lege jetzt erstmal in Weiß die Details vor. Also das erste Grau. Man sieht halt wirklich, dass innerhalb von Sekunden man wirklich einen Arsch voll Details malt. Auf immer, wenn man das freihand machen würde, halt Stunden oder Tage brauchen würde. Ich gehe jetzt nochmal leicht mit Violett über das Ganze rüber. Man sehen kann, da wo ich vorher mit Violett und Blau gearbeitet habe, habe ich jetzt einen anderen Farbton. Das hebt sich halt jetzt so ganz schön ab. Und jetzt kommt nochmal die Weißschablone und dann kommen nochmal die Highlights als Detail dazu. Und da auch wieder das Gleiche, das heißt, jede Kante, die wir im Violett vorgelegt haben, kriegt jetzt eine Lichtkante. Ist unheimlich komplexe Schablone, aber deswegen auch so unheimlich geil, die als Hintergrund zu verwenden. Weil da so viele Details ins Bild kommen, das ist einfach geil.
So, und unten nochmal das gleiche. Aber zum Anpassen der Schablone versuche ich halt immer an zwei entgegengesetzten Orten durch die Schablone ein violettes Gegenstück zu finden. Und erstaunlicherweise passt das eigentlich hervorragend und ist auch eigentlich sehr gut zu finden, obwohl das wirklich viele kleine fisselige Details sind. So, man könnte das Bild jetzt so lassen. Was ich aber jetzt gleich noch mache, ist jetzt einmal die zweite Schablone, also die ich in Pink eingefärbt habe, dass ich da jetzt nochmal leichte Details reinsetze. Das heißt also nicht alles ausmalen, aber ein paar Lichtkanten machen. Und wie man sieht, auf der anderen Seite noch ein paar Röhren. Das ist eine relativ einfache Schablone. Schwarz, Grau, Weiß. Wenn man auf dunklen Untergründen arbeitet, kann man natürlich den ersten schwarzen Schritt sich schenken und einfach nur Grau und Weiß arbeiten. Beides zeige ich jetzt gleich. Also einmal, da habe ich jetzt mit Schwarz vorgelegt, wechsle jetzt auf Weiß und schiebe einfach die eine Schablone hoch, um einmal leicht Grau vorzulegen. Und einmal mit vollem Weiß nachzulegen. Und man hat dann schön detailreiche Röhre. Und wenn man das macht, einfach am besten, nicht wie ich das gemacht habe, hochheben, es einfach nur rüberschieben. Dann hat man eigentlich immer die passende Positionierung. So, und wenn man jetzt halt einen dunklen Untergrund hat, kann man halt, wie ich das gerade gesagt habe, legt man einfach jetzt nur die erste Grau auf und macht es ein bisschen heller. Nochmal Highlight Weiß drüber. Und dann hat man also auch eine Röhre. So, wenn es gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren, über 800 Videos. Und auch mit Gefällt mir beurteilen, wenn es gefallen hat. Bis dann, ciao.